Vielen Dank, lieber Thomas. Vielleicht noch ganz kurz zu dir, Thomas, falls ich nochmal rausfallen sollte. Keine Ahnung, was da heute los ist. Das zweite Mal passiert schon heute. Vielleicht rufst du mich kurz an, dann kümmere mich darum, dass das nicht mehr passiert. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sie sind gerne eingeladen, Ihre Videos einzuschalten, wenn Sie Lust haben, sich selbst und Ihre Kolleginnen auch so semi-persönlich zu sehen, wie Sie darauf keine Lust haben. Ist es natürlich vollkommen legitim. Mein Name ist Markus Meschik. Ich darf Sie jetzt durch die nächste Stunde begleiten. Und es wird ums Thema digitale Spiele gehen. Ich würde jetzt gleich mal meine Präsentation starten, dass ich Ihnen ein bisschen was erzählen kann von uns. Keine Angst, die Präsentation wird nur ganz kurz dauern. Und wir werden sehr, sehr schnell bei dem sein, um was es eigentlich geht. Ist es gut sichtbar, Thomas? Wie gesagt, mein Name ist Markus Meschek, ich arbeite bei der Fachstelle für digitale Spiele Enter. Was ist Enter? Enter ist eine Beratungsstelle für Eltern, für Familien sowie für Fachkräfte in der sozialen Arbeit, wenn es um das Thema digitale Medien in der Erziehung geht. Das heißt, ganz oft kommen zu uns besorgte Eltern, manchmal besorgte Fachkräfte, die ein konkretes Thema haben, meistens defizitorientiert. Das bedeutet, dass meistens sagen, mein Kind spielt zu viel oder ich habe Schwierigkeiten, ich mache mir Sorgen um das Spielverhalten meiner Kinder oder um das Medienverhalten. Was kann ich tun und wie kann ich da reagieren? Und wir begleiten dann Familien über gewisse Zeiträume bei der Etablierung von, ja, nennen wir es mal Medienerziehungsstrategien, die im besten Fall gelingender sind als die, die zuvor angewandt worden sind. Genau, sie haben damit ganz oft mit exzessivem Spielverhalten und Ähnlichem zu tun. Heute geht es aber natürlich um was anderes. Heute sind wir auf der ressourcenorientierten, auf der positiven Seite der digitalen Spiele und wir schauen uns an, wie wir diese Spiele benutzen können und wie Sie diese Spiele vielleicht da nutzen können und welche Spiele Sie nutzen können im Bereich der offenen Jugendarbeit und wie Sie die vielleicht dann jetzt momentan herausfordernden Zeiten nutzen können, um mit Ihren Adressatinnen in Kontakt zu bleiben. Genau, ich werde krank, es ist jetzt mehr, als es ausschaut. Na, im Gegenteil, es schaut jetzt mehr aus, als es ist. Ich möchte Ihnen nur kurz ein paar Spiele zeigen, ein paar Tools zeigen, die wir in der offenen Jugendarbeit bereits angewandt haben, die meiner Meinung nach, unserer Erfahrung nach, sinnvoll anwendbar sind und Spaß machen. Ja? Bevor wir dazu hingehen, das auch wirklich selbst auszuprobieren. Unsere Erfahrung ist oft die gewesen, dass es in Jugendzentren, in sehr vielen Jugendzentren, Infrastruktur gibt für Computerspiele. Das bedeutet, es gibt Playstations, teilweise sehr neue Geräte, teilweise ist viel Geld investiert worden. Und das oft war das höchste der Gefühle, wenn es so um die Methodik dann geht oder um den konkreten Einsatz der Spiele, dann das FIFA-Turnier ist. Das Coole ist, ja, es gibt ein FIFA-Turnier, das ist das, was von den Adressatinnen auch gewünscht ist manchmal. Nur habe ich es mir so ein bisschen schade gefunden, weil das Medium natürlich viel mehr zu bieten hat als ein FIFA-Turnier. Ja, das Medium hat eine total tolle Tiefe und man kann ganz viel super Sachen machen damit. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es oft dabei geblieben ist, ja, und dass da oft so ein bisschen Potenzial nicht wahrgenommen worden ist. Und insofern bin ich froh, dass mit Ihnen noch Kollegen und Kolleginnen habe, die das entweder anders leben bereits oder vielleicht genauso sehen und anders leben wollen. Freut mich, so viele von Ihnen heute begrüßen zu dürfen. Okay, wir gehen mal kurz darauf ein, welche Tools wir da jetzt so vorschlagen oder benutzen. Eins davon, ist ein totaler Klassiker, vielleicht kennen Sie das bereits, ist gar kein Spiel in dem Sinne. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, das ist ein Computerspiel, sondern ist ein Tool, das man mit Computerspielen verwenden kann, das Makey Makey. Ich werde Ihnen gleich jetzt ein kurzes Video zeigen, um das zu erklären, aber ich sage es im Vorfeld schon. Das Makey Makey simuliert ein Keyboard, simuliert Knöpfe auf ein Keyboard. Und das lässt sich einsetzen als Tool, um bestimmte Knöpfe, bestimmte Abhandlungen, die am Keyboard einfach sind, zu verkomplizieren und oder in einen neuen Touch zu geben. Ja. Es ist nicht ganz günstig mit 50 Euro, muss ich zugeben. Ja. Also für Einrichtung vielleicht eine Investition. Wird sich dann auszahlen, wenn Sie Lust haben, das öfter mal anzuwenden. Und wenn Sie Jugendliche haben, vielleicht also experimentierfreudige Jugendliche im Jugendzentrum, die bereit sind, sowas ein paar Mal auszuprobieren. Ja. Wir haben einmal eine sehr nette Erfahrung gemacht, wo wir Jugendliche in drei Gruppen aufgeteilt haben
und ein Lied gemeinsam gesungen haben, aber so gesungen haben, indem wir es eingesprochen haben in einem Computer und danach auf Knopfdruck diesen eingesprochenen Text abspielen haben können. Und das ist um Timing gegangen dann, ja. Aber man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Jetzt sage ich Ihnen das kurze Promo-Video, das eigentlich relativ gut sagt, um was es dabei geht. Sie hören den Sound auch, oder? Nein? Dann lasse ich immer mein Mikro laufen. Ich werde kurz dafür sorgen. Und es gibt kein zweites Video, insofern brauche ich das nicht. Gut, ich glaube, Sie haben es war verständlich, ja, es ist wirklich ein Tool, es ist ein Gadget in Wahrheit, mit dem man lustige Sachen machen kann. Ja? Also wir haben das oft in Verbindung mit Scratch, mit dieser Software verwendet, weil Sie Jugendliche haben, die wirklich bereit sind, da Zeit dazu aufzubringen und wenn Sie das anleiten können, gut, macht das total viel Sinn, ja. Und macht voll viel Spaß. Aber auch so, wenn Sie einfach ein Spiel haben oder Sie sagen, Sie haben ein FIFA-Turnier in Ihrem Jugendzentrum und es ist aber eine besondere Herausforderung, wir spielen das mit dem Makey-Makey statt mit dem Joypad, kann auch schon eine totale Herausforderung sein, ja. Und Spaß machen, weil man das Makey-Makey natürlich selbst ein bisschen einstellen und kalibrieren muss, ja, und da ein bisschen ein Gefühl dafür braucht. Also hat sogar ein bisschen einen Lernfaktor, falls Sie sowas für wichtiger achten. Gut, jetzt habe ich schon gesagt, ich spreche die ganze Zeit von diesen FIFA-Turnieren. Ich mache das deshalb, weil ich weiß, dass FIFA einfach das Spiel ist, das in allen Jugendzentren da ist und dass sie so die meisten von Ihnen wahrscheinlich in der Praxis ein bisschen erreicht. Da gibt es Möglichkeiten, das anders zu machen. Ja, also wir haben mal etwas gemacht, ich habe dann die Methode sogar gefunden als das soziale FIFA-Turnier. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass jedes andere FIFA-Turnier asozial ist, sondern das bedeutet, dass ein Spielziel, also dass ein Spiel wie FIFA hergenommen worden ist, aber ein anderer Spielrahmen drum gebaut worden ist. Wie schaut das konkret aus? Das schaut so aus, dass wir in einem Jugendzentrum, in dem ich vor vielen Jahren noch gearbeitet habe, gemerkt haben, dass Jugendliche beim FIFA-Spielen, unsere Kids beim FIFA-Spielen eigentlich nicht so die Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben, die wir schön gefunden haben. Ja? Also da war viel Wut, da war viel Aggression dabei, das ist beleidigt worden, da ist der Controller am Boden geschmissen worden, dass der Teamkollege beleidigt worden, wenn er nicht richtig gut gespielt hat. Ja. Also da waren viele Sachen, wo wir jedes Mal schlichten haben müssen, wo wir jedes Mal darauf aufmerksam machen müssen, das ist eigentlich nicht das, was wir möchten, ja, das ist nicht schön und nicht passend. Und irgendwann haben wir uns gedacht, okay, versuchen wir das mal in das Spiel zu verpacken und wir haben das soziale FIFA-Turnier gespielt, das hat so ausgeschaut, dass es ein Turnier gegeben hat, mit einem 30-Euro Libro-Gutschein damals, glaube ich, zu gewinnen. Also es ist wirklich was zum Gewinnen gewesen. Und das waren Zweierteams, die gespielt haben. Und jeder von uns, also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat ein Team beobachtet. Und hat beobachtet, wie das Team sich verhaltet. Ob, wenn ein Tor geschossen worden ist, über den Gegner gelacht worden ist. Ob dem Gegner vorher und nachher die Hand gegeben worden ist. Ob ein Gegner beleidigt worden ist, ob ein Teamkollege beleidigt worden ist. Ja, das waren also negative oder antisoziale Verhaltensweisen, das waren Minuspunkte. Wenn dem Kollegen auf die Schulter geklopft worden ist, wenn er was Gutes gemacht hat, wenn dem Gegner die Hand gegeben worden ist nach dem Spiel, wenn gesagt worden ist, ja gut gespielt, ja. Das waren alles prosoziales Verhalten, das waren alles Pluspunkte.
Und gewonnen hat dann die Mannschaft, die am Ende mehr prosoziale Punkte und weniger, also wo die am Ende mehr Sozialpunkte gehabt hat in dem Sinn. Ja? Und das hat für massive Irritation gesorgt. Natürlich im ersten Moment, wenn die Mannschaft, die jetzt mehr Tore hat, verliert auf einmal. Ja? Also, was soll das heißen? Wir haben verloren, wir haben jetzt da 4 Tore, die haben 0 Tore. Ja, aber um das geht es nicht. Ja? Also, da muss man natürlich gute Konflikt-Mediationskompetenz mitbringen, weil es kann tatsächlich für Wut sorgen, auch im ersten Moment, wenn die Jugendlichen da irritiert sind und nicht wissen, warum sie jetzt verloren haben. Ja? Aber es war spannend für sie. Ja? Sie haben nämlich überlegen angefangen, okay, was geht's da, was soll das überhaupt? Und sind dann relativ schnell draufgekommen natürlich. Ja? Das sind ja schlaue Burschen gewesen. Burschen sage ich jetzt nicht, weil ich nicht gender, sondern weil es nur Burschen waren, die mitgespielt haben. Das ist ein weiteres Thema. Und das war schon interessanter, ja, weil die haben das dann einfach relativ schnell gecheckt und haben es dann zu einem eigenen Spiel gemacht und haben gesagt, ah, guten Tag, hallo, großartiges Tor, mein Kollege, super toll, ja, na, also super. Also die haben es selbst ein bisschen ad absurdum geführt, das Spiel. Aber für uns war es trotzdem Erfolg, ja, weil es einmal so einen anderen Rahmen über ein Spiel gezogen hat und weil es, und es war eine Woche lang dann noch ein Running Gag, ja, im Jugendzentrum, dass sie gesagt haben, oh, hallo, guten Tag, schönen guten Tag. Und die haben sich eine Woche lang benommen wie die ersten Gentlemen, ja, also ich habe es schön gefunden in Wahrheit. Aber das auch so als Idee, auf digitalespielewelten.de finden Sie noch viel weitere Ansätze, auch mit bekannten Spielen, die man in einen anderen Rahmen setzen könnte. Ja? Genau. Okay, was es natürlich noch gibt, wenn Sie sagen, naja, jetzt ist jetzt natürlich schwierig, dass wir diese Spiele FIFA und Makey Makey in Zeiten des Lockdowns und der Ausgangssperren mit den Jugendlichen spielen, das ist klar, ja. Das heißt, ich würde Ihnen gerne ein paar Spiele zeigen, die Sie auch jetzt gemeinsam spielen können. Ich weiß, dass viele von Ihnen über Discord vernetzt sind, dass es da großartige Initiativen gegeben hat, auch im Grazer Raum, das virtuelle Jugendzentrum mehr oder weniger aufzuziehen über Discord. Ich war da total begeistert oder bin es immer noch. Welche Spiele können Sie da spielen? Ich glaube, Scribble ist bereits gezeigt worden von dir, Thomas, wenn ich es richtig gesehen habe. Among Us genauso, ja, das sind so ein paar Klassiker, aber es gibt noch ein paar andere Spiele, die ganz leicht zugänglich sind und die ohne irgendeine Installation oder irgendein großen Aufwand spielbar sind. Das sind meistens diese IO-Games. Ja. Scribble ist eins davon. Was ich ganz schön finde, ist Colonist. Colonist.io ist Siedler von Catan-Klon. Also wenn Sie sagen, Sie haben brettspielbegeisterte Jugendliche oder Jugendliche, die für sowas zu begeistern wären, als Kolonist geht relativ schnell die Runde, viel schneller als Siedler von Catan, weil es sehr viel automatisiert ist und macht Spaß, ja. Also ist nett. Für bis zu 8 Spielerinnen, genau, das ist kostenfrei spielbar, ja. Also es lebt von Werbung, wobei man sagen muss, ich glaube, wenn Sie mit 8 Spielenden spielen möchten, müssen Sie 20 Euro zahlen. Bis 4 ist es komplett kostenfrei und dann müssen Sie ein paar Euro zahlen, wenn Sie größere Spielrunden haben möchten, ja. Aber wenn Sie eine kleine Spielrunde haben mit 3 Jugendlichen, warum nicht, ja. Genau, Agario genauso funktioniert, ist ein anderes Spiel jetzt, ja, aber ist auch ganz leicht online spielbar. Das Einzige, was Sie dann machen müssen, ist im Browser das Colonist.io aufmachen, dann können Sie eine Einladung rauskopieren, können die ins Discord schreiben und alle Kolleginnen sind da. Gut, aber die heutige Veranstaltung nennt sich ja Next Level. Das bedeutet, ich möchte über diese sehr einfachen Spiele noch einen Schritt hinausgehen vielleicht und Ihnen eine andere Art von Spielen zeigen, die in Wahrheit ja auch einfach ist, ja, aber irgendwie ein bisschen fancier ausschaut, ja, und vielleicht ein paar mehr Spielmechaniken mit sich bringt, die lustig sein können. Und was Ihnen da wirklich ans Herz legt, und das sind da die Spiele, die wir heute ausprobieren werden, sind die Checkbox-Games. Die Kolleginnen unter Ihnen, die vielleicht schon länger Computerspiele spielen, wissen, Checkbox-Games ist nichts Neues, ja, das ist ein uraltes Party-Quiz-Spiel-Serie, die aber seit 2014 neu aufgelegt wird und das ein bisschen anders macht als vorher. Ja. Checkbox-Games funktionieren folgendermaßen, dass es diese Party-Packs zu kaufen gibt. Die kosten ca. 20 Euro pro Pack. Ja. Es gibt mittlerweile 7 Stück und in jedem Pack sind 4 oder 5 Spiele drin. Das heißt, Sie bekommen mit einem Party-Pack mit 20 Euro 4 oder 5 verschiedene Spiele, die alle kurz sind, relativ einfach sind, aber doch sehr lustig sein können. Und diese Spiele funktionieren mit einem Catch, also was ist da dieses Besondere dran? Das funktioniert folgendermaßen, dass eine Person die Spiele kaufen muss oder ein Spiel kaufen muss. Ja. Das wäre in jedem Fall vielleicht das Jugendzentrum.
und das Spiel dann hosten kann und alle anderen steigen über Smartphone ein. Das heißt, alle anderen haben keine Kosten, steigen über Smartphone ein und sie teilen einfach ihren Bildschirm mit anderen Spielen über Smartphone mit. Wir werden es jetzt gleich einfach mal ausprobieren, wie das funktionieren kann und genau. Ja, genau. Also insofern würde ich Sie bitten, einfach Ihr Smartphone bereitzuhalten. Die Kolleginnen, die mitspielen wollen, auch da ist es so, dass maximal 8 Personen einsteigen können. Ja, es gibt leider wenig gute Spiele, die leicht zugänglich sind und für über 100 Personen spielbar sind. Da müsste man dann schon MMORPGs runterladen und jeder zahlen oder Fortnite installieren auf die Computer. Das ist auch nicht immer so erwünscht ist. Insofern sind wir spielermäßig ein bisschen eingegrenzt. Das heißt, wir haben Platz für 8 Spielerinnen und ich kann das leider nicht voll anders machen als nach dem First-Come-First-Served-Prinzip. Ja? Ich würde Sie nur bitten, falls Sie die Spiele bereits kennen, ja, lasst uns den anderen Kolleginnen den Vortritt. Falls Sie neugierig sind, hauen Sie sich rein und versuchen reinzukommen. Es gibt auch einen Spectator-Mode, das heißt, Sie können auch, wenn Sie zu spät dran sind, trotzdem zuschauen am Spiel. Ja? Das wird sich ausgehen. Auch über Smartphone. Okay, das war schon mit der kurzen Präsentation. Ja. Bevor wir jetzt starten, gibt es Fragen. Wenn Sie Fragen haben, bitte einfach kurz das Mikro anschalten und fragen. Ich werde es währenddessen versuchen, das Spiel zu starten. Es war vorher eine Frage von der Martha, ob beim FIFA-Turnier die Regeln vorab kommuniziert worden sind oder ob die einfach so dann eingeführt worden sind. Danke, das ist eine wichtige Frage. Es ist kommuniziert worden, dass es ein besonderes Turnier ist. Regelmäßig kommuniziert worden. Ja, das ist kein normales Turnier sein wird, aber es ist nicht kommuniziert worden, wie die konkreten Verhaltensregeln jetzt ausschauen. Die haben wir festgehalten im Büro, auch schriftlich festgehalten, ja, weil danach wollten sie ja nachschauen. Das ist natürlich wichtig, dass man das irgendwo schriftlich hat. Aber es ist nicht klar kommuniziert worden, um das geht es jetzt. Ja. Das war die große Überraschung, die auch für Irritation gesorgt hat. Es ist ja gar nicht so geworden, dass Unfreundlichkeiten bestraft werden, dass es so ein. Nein, das ist sowieso immer gesagt worden von uns, über viele Jahre hinweg. Ja. Und, ja. Hat offenbar nicht unbedingt so, ist nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, diese Saat. Deswegen haben wir nur gesagt, das ist mal ein bisschen was anderes Turnier und das ist auch nicht wirklich gehört worden, ist mal vorgekommen. Aber dann ist es verstanden worden. Okay. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen das Spiel Drawful spielen. Drawful ist ein Spiel, wo wir gemeinsam, vielleicht kennen Sie Nobody's Perfect, das ist eine Mischung aus Nobody's Perfect und Scribble. Also das heißt, wir zeichnen, Sie zeichnen auf das Smartphone, ja, und wir schauen uns dann an, Spiele zu erklären ist immer so ein Ding, ja. Spiele zu erklären ist ja zum Schwierigsten, was es gibt. Spiele auszuprobieren ist einfach the way to go und deswegen werden wir es einfach ausprobieren. Es ist ziemlich selbsterklärend, ja. Aber trotzdem muss man es wahrscheinlich öfter als einmal spielen, um zu verstehen, um was es geht. Also das erste Mal ist es vielleicht so irritierend, das zweite Mal weiß man dann, ah, okay, so funktioniert es und das ist lustig, ja. Zweimal wird es ja nicht ausgehen, das heißt, für Sie kann es sein, dass es jetzt nur irritierend ist. Bitte lassen Sie sich davon nicht abhalten, es einfach noch einmal zu probieren, dann, ja. Ich hoffe, Sie haben Ihre Smartphones bereit. Wie gesagt, 8 von Ihnen, 7 von Ihnen, ich bin also frei und starten das Spiel. Okay. Sie können das sehen? Ja, sieht gut aus. Fein. In dem Fall. Gehen wir aufs Spiel. Und Sie haben jetzt da. Sie haben jetzt gleich einen Code, der da oben steht. Der XKKG. Sie gehen jetzt auf dem Handy auf. Checkbox mit drauf. Geben diesen Code ein. Suchen Sie einen netten Namen aus und Sie werden dann gleich sehen, dass Sie sich selbst zeichnen müssen. So, also erledigt das am besten auch gleich. Machen Sie ein schönes Foto von sich.
Er ist etwas lauter, man hört dich fast nicht. An der Lautstärke von Zoom ändert sich da nichts, leider. Also, ob du das In-Game leiser schalten willst, das ist das so. Ich muss das In-Game leiser schalten, wahrscheinlich. Aber wenn jetzt gut geht, dann sind wir ganz gut. Aber sie brauchen wirklich gar nicht dafür. Ja? Sie brauchen jetzt keine Erklärung mehr von mir. Sie brauchen nur noch auf das Hören, was ich spiele, sagt die Frau. Wir müssen mal kurz eine Runde durch. Should see a secret prompt just for you. Something kind of weird. Like Frat Bros or Mad Max Fury Road cosplay. Draw a picture on your device that would have that title. And when you're done, hit send. You'll get points for each player that can correctly guess your title. So, good luck. Wir sind dann auf Englisch, ja? Das ist was für Jungs. And hey, Problem, it's never too late to join the audience. Or, actually, sometimes it is too late, but it's not too late. Ja, wow! Okay, let's take a look at your artwork. Now, take a wild guess at what the prompt for this title could be. Natürlich in der Sprache zu bleiben, ist es anders auf choices. Try to pick the real title and avoid all the garbage everyone else typed in. Okay, who picked what? Wow!
Let's take a look at our next drawing. Type in a convincing title now. Hast du es runterdrehen können? Here are your choices. Das ist wahrscheinlich wirklich In-Game-Lautstärke. Naja, also du kannst es mal runterdrehen können. Nein. Das ist unabhängig laut, oder? Man hört dich hinter der Musik fast nicht. Okay, das braucht ja. Also wenn ich das nicht so blöd, dass es so laut ist. Oh! Choose something! Here are your picks. And now, this drawing. And here are your choices. Donut. Die Frage ist, ob die Spiele immer in Englisch sind. Die Spiele sind alle. Ja. Aber es gibt Spiele, wo man die Sprache sehr wichtig ist und Spiele, wo die Sprache weniger wichtig ist. Wir holen jetzt gleich noch ein anderes Spiel aus. Make an answer. Shooting Earth, sehr gut. Oh, no. Wenn wir es kurz beenden und dann mal schauen, ob man das mit dem Sound besser hinkriegt. Ja, weil sie haben ja schon. Okay. Große Entschuldigung bitte an alle, die jetzt mitten im Spiel waren und total begeistert dabei waren. Ich weiß, es ist furchtbar, mitten im Spiel aufhören zu müssen. Das ist die größte Qual, die man sich als Spielender oder Spielende noch vorstellen kann. Total frustrierend.
Ich hoffe, dass ihr trotz dieser frustrierenden Erlebnisse jetzt noch ein bisschen dabei bleiben und noch ein zweites Spiel mit uns ausprobieren, das ebenfalls aus der Trackbox-Games-Serie kommt. Ich werde diesmal versuchen, den Sound ein bisschen anzupassen, sodass sie, auch wenn sie nicht gerade mitspielen, keinen furchtbaren Klang haben im Ohr. Das Problem war eher, man hat dich nicht mehr gehört. Also es war wirklich um einiges höher, die Lautstärke, als dein Voice. Und deswegen. Wie gesagt, also mein Voice ist jetzt gar nicht das, was im Vordergrund stehen muss. Ja. Weil die Spieler sich eh teilweise von selbst erklären. Aber natürlich ist es nett, wenn man meine Stimme auch hört. Ich würde vorschlagen, das zweite spielen wir jetzt durch. Das heißt, das ist die bei der Trackbox Party Pack 7. Das ist die neueste Version. Und ich starte das jetzt kurz. Das sind noch ein paar Sekunden Wartezeit. So. Okay, dann machen wir das jetzt so. Eine Frage ist noch im Chat, ja. Können die Spiele nach Erwerb beliebig oft gespielt werden? Genau, also das sind Spielesets, das können Sie sich vorstellen wie eine Spielesammlung, die Sie auch analog kaufen können, wo dann 5, 6 verschiedene Spiele drin sind und die können dann Ihnen, ja. Und die können Sie jederzeit spielen, nur das Spiel selbst wird eben am Server gehostet von der Firma, von Checkbox. Und es ist auch nicht so, dass man sich da irgendwie zwischendurch was anschauen muss oder so Werbung und so. Das ist also nicht so wie bei Handy-Games, die man kennt, oder? Natürlich nicht, nein. Also das ist bei den meisten Spielern, wenn sie einmal 20 Euro zahlen, können sie sich ziemlich sicher sein, dass sie von Werbung verschont bleiben. Außer sie kaufen sich natürlich Spiele wie FIFA, wo Werbung ins Spiel implementiert ist und wo man dann auch noch viel mehr Geld ausgeben muss, um Spielerinnen und Spieler zu kaufen. Ja. Genau. So. Ich habe jetzt die Musik ein bisschen runtergedreht. Schauen wir mal, wie das jetzt ist für Sie. Okay. Das ist viel besser. Ist besser? Ja. Okay, super. Es ist natürlich ein bisschen leise jetzt deswegen. Das heißt, ich hoffe, Sie verstehen die Ansagerin gut. Ich habe die Ansagerin, also das Spiel ist natürlich gedacht dafür, dass man es online spielt mit Freunden und ja, mit Freundinnen. Es ist nicht umsonst jetzt gerade in der Zeit in der Pandemie auch so bekannt worden, die Serie. Das heißt, es ist also gemacht, dass man die Musik leiser machen kann und die Person, die spricht, lauter machen kann. Also jetzt nicht mich, sondern den Moderator im Spiel selbst. Ja. Genau. Okay, ich würde gerne mit Ihnen ein Spiel spielen. Das ist jetzt die Checkbox 7. Ja. Das heißt, Sie haben da praktisch 5 Spiele. Eins davon ist ein Quiz-Spiel, wo man sehr gut Englisch sprechen muss, ja, weil es sehr sprachlich sehr herausfordernd ist. Andere sind ein bisschen einfacher, was die Sprache angeht. Ich spiele jetzt mit Ihnen Jumped Up. Ein Spiel, wo wir gemeinsam Wrestling-Superhelden erstellen und die gegeneinander antreten lassen. So. Das dürfte passen. Ich habe den Host laut gestellt, ja, damit wir ihn gut hören. Das heißt, wir machen dasselbe Spiel noch einmal. Wir gehen auf diese Checkbox.tv-Seite, steigen ins Spiel ein. Sie merken, ich bin bemüht, als Erster zu sein im Spiel. Das liegt daran, dass die erste Person, die einsteigt, die VIP-Person ist und bestimmen kann, wann das Spiel losgehen soll. Das heißt, die erste Person, die einsteigt, sagt, hey, jetzt sind genug Leute da, wir fangen jetzt an zu spielen. Ich war nur recht, dass es Iva, weil sonst kann sein, dass ich irgendwann zu früh startet und dann mit einer kleinen Runde spielen. Genau, also Sie sind nach wie vor gerne eingeladen zum Mitspielen. Einfach auf dem Smartphone eingeben, checkbox.tv, BCAD ist der Code. Diesmal werden wir nicht in der Mitte abbrechen, ja, es ist ja frustrierend, sondern wir spielen das einfach durch. Und wenn ich Thomas Glauben schenken darf, ist der Sound jetzt auch angenehmer für alle Beteiligten.
Okay, wir haben noch Platz für zwei Personen. Ich würde vorschlagen, wir warten davon nochmal kurz ab. Ich gehe davon ab, dass wir bei 40 Zuseherinnen den finden werden, der Lust hat mitzuspielen. Hat hier noch jemand? Perfekt. Okay, wenn noch jemand mitspielen möchte, soll er oder sie das bitte jetzt sagen? Ah ja, okay, schon da. Genau, Sie sehen da rechts oben Audience, ja, im rechten oberen Eck. Das bedeutet, wenn Sie jetzt 8 Personen, so wie wir das jetzt sind, haben und Sie möchten mehr Leute mitspielen, die können in die Audience gehen. Die haben dann ein bisschen Einblick in das, was hinter die Kulissen vom Spiel passiert und ist auch spannend, ja. Leider halt nicht so lustig, wie selbst mitzuspielen. Okay, ist jetzt doch Everybody's in, das heißt, ich kann jetzt drucken und das Spiel startet. Welcome to the Scrolliseum. These talented trainers are about to face off to see who's the best at creating champion characters with unusual skills. Will the underdogs take down the heavy favorites? It's time to get champed up. Okay, sie sind grafisch natürlich ein bisschen ansprechender schon als das andere. In this first step, the trainers will be prompted to draw and name a particular type of champion character. They'll be equipped with 2 tools, a pen for drawing and a thick marker for coloring in. Once a character is drawn and named, it can be submitted. The timer's been set. Off we go. Okay, ich hoffe, das war jetzt klar. Sie sehen jetzt einfach an, oben auf Ihrem Smartphone sehen Sie ein Thema, ja, The Champion auf irgendein bestimmtes Thema. Und Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, diesen Champion zu zeichnen. Ja, Sie zeichnen einfach eine Kampffigur, wie immer Sie die gestalten möchten. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Zeit, jeder von uns zeichnet einmal was Nettes und schauen, was dann rauskommt dabei. Man kann auch Farben zeichnen, ja. Auf der rechten oberen Ecke sehen Sie so verschiedene farbliche Aspekte, die Sie benutzen können. Okay. Da ist der Kollege schon fertig. Noch 30 Sekunden Zeit, ja. Schauen Sie, dass Sie in der Zeit fertig werden, ja, weil sonst kann es sein, dass das Spiel den Champion nicht annimmt. Sie sehen, wenn Sie fertig gezeichnet haben, sehen Sie hier unten am Handy den Button Submit. Vergessen Sie, diesen Button Submit noch zu drücken gleichzeitig, damit der Champion auch drin ist. 10 Sekunden, ich würde Ihnen raten, auf den Button Submit zu drücken, egal ob Sie fertig sind oder nicht. Es kann auch sein, dass es automatisch macht. Das ist bei allen Spielen gleich. Okay, Kev und Yuko. The trainers are now moving on to creating a challenger. These characters will be the underdogs because their creators will see who they're competing against, but not what the contest will be. So they must analyze their opponent's unique skill set to create what they hope is a worthy challenger. Let's see the drama unfold. Ja, das heißt, sie sind jetzt ein Champion von einem Gegner bei sich und müssen einen Herausforderer bauen für diesen Champion. Etwas, von dem sie glauben, dass er stärker ist und den vielleicht besiegen könnte.
Okay. Bis Sie fertig sind, auf Submit drücken. Die Kolleginnen, die jetzt gerade nicht mitspielen, üben sich großartig in Geduld. Ja. Ist natürlich klar, dass so ein Spiel zuzuschauen mäßig Spaß macht, ja, deswegen. Legen wir es an Herz, probieren Sie es einfach aus. Ja. 20 Euro sind nicht viel, auch für ein Jugendzentrum, würde ich sagen. Und vielleicht, dass die großen finanziellen Ressourcen nicht da sind. Und es zahlt sich wirklich aus, es macht. 20-second warning, name those characters! Um einen Preis von einem FIFA kriegt man 3 Jackboxen. Also von daher. So ist es. Um einen Preis von einem neuen FIFA haben Sie wahrscheinlich für die nächsten 2 Jahre genug Jackbox-Games. Und es kann jeder mitspielen, Leute, die nicht nur FIFA spielen wollen. It's time for the main event. So ist es. Our first opponent enters the ring. So ist es. Sitzt zum Beispiel hat jemand den Spike hier gezeichnet, ja. Und, these two will battle to see who is the champion of the deep sea. Und der Champion of the Deep Sea ist das Thema. Und Sie können jetzt sagen, wer von den beiden der Champion of the Deep Sea ist, das Spike. Schnecke, die für, das Tiefsee, für die Tiefsee geeignet ist, oder die Giraffe, die aus irgendeinem Grund sich auf den Meeresboden verliert. Genau. Also wenn Sie jetzt sagen, wow, Sie verstehen jetzt nicht genau, was da passiert, was da los ist, das ist ein bisschen normal das erste Mal. Ja? Also wie gesagt, das erste Mal ist es nicht ganz leicht, das zu spielen. Das zweite Mal haben Sie schon sofort heraus. Ja? Und insofern ist es kein Stress, normalerweise mit der Jugendlichen zweites Mal zu spielen, weil es nicht so kompliziert ist. Das scheint ja noch cool. Naja, Coolio gegen den Schein. Julio ist natürlich ein harter Herausforderer. What's cooler than winning cool? This champion! Genau, die Audience. Wenn jetzt jemand von Ihnen in der Audience wäre, könnte die Person noch ein paar Kommentare geben und die werden eingeblendet werden. Ja, also es ist nicht so, dass Sie da komplett nur zuschauen dürfen, Sie können ein bisschen interagieren. The champion aber es ist sehr, hide and seek! It's a close one. Is that all she wrote? Genau, was immer, wo immer schwer getan habe am Anfang, ich habe nicht ganz verstanden, dass es ein Thema gibt immer. Der Champion of Hide and Seek, ja, ich war vorhin der Superhelden gezeichnet und habe nicht ganz verstanden, um was es geht. Ja. Das heißt, es geht immer darum, am Anfang sehen Sie wirklich einen next Namen von einem Superhelden oder einen Namen, ein Thema. Das, und was ist dabei geht und diesem Thema entsprechend sollten Sie es Franken Clark champion of being this player's long lost sibling. Holy smokes! Okay, Franken Clark's long lost sibling. Okay, das also ist teilweise selbstreferenziell, also das Spiel macht Präferenzen und im Spiel selbst noch keine Referenzen auf sich selbst. Ist auch lustig, kann auch nett sein, ja. It's like looking in a mirror. Moving on, we've got versus. One of them will walk out as the champion of ye old times. This is
Nur wie man leider voraus musste, man hat nicht gewusst, dass das Thema jetzt hoch time sein wird. Natürlich auch noch. Tis about most wicked, my lord. Make way for... Versus... Only one of them can be the champion of sin. Das ist Satan. I don't believe what I'm seeing. Die Leute, die gerade selbst dran sind, können einfach mit Knopfdruck den Charakter so hin und her flippen und sagen, wie cool der Charakter nicht ist. Okay, das war jetzt zu Null zum Beispiel, da gibt es eine tolle Animation, weil Das war ja eher Angel of Destruction. Genau, der hat da nichts dagegen, wenn er destroyed wird, natürlich. These two are competing to be the champion of moisture. Champion of moisture, wie immer. Oh, it's too close to call. It's neck and neck. Sehr knappe Runde, ja. Genau. Ich glaube, Anne ist noch. Up next. Schauen wir uns noch an. Versus. Was hat zum Mittagessen? Die Megapizza. So ist es, die Megapizza. Und der hungrige Herr. Potenziell hungrige Herr. Mal das Champion of Abandoning the Family. Sie merken, es hat da einen gewissen dunklen Humor, ja. Nicht nur das, sondern so ziemlich alle Spieler dabei. Ja, also das Bam, right so harmlos wie wir das jetzt spielen, wird das normalerweise in der Praxis dann nicht gespielt. Ja. Dann lassen Jugendliche und auch Erwachsene ihren Wahnsinn auf freien Lauf und machen da auch das Sachen. Ja, grenzwertig. Aber das gehört auch Frage im Chat. Und zwar kann man mehrere Spiele gleichzeitig hosten, wenn mehr als 8 Spieler spielen wollen. Beispiel 2 der 5 Spiele der Jackbox 7 gleichzeitig. So, ich werde das jetzt einmal kurz beenden. So, das war die erste Runde, ja? Ich gehe auf die Frage ein, Thomas, ich werde nur kurz die Runde beenden. Das war die erste Runde, jetzt wird es eine zweite Runde geben, wo wir nochmal Champions zeichnen und dann wird es eine Finalrunde geben, ja? Wenn wir da relativ viele Leute sind, also 8 Personen, dauert so eine Runde ziemlich lang. Ja, also das haben wir jetzt irgendwie gemerkt, das geht jetzt nicht sehr flott. Aber ist ja selten so, dass man sagt, war es fad oder langweilig oder langatmig, außer man schaut natürlich zu, da kann es natürlich sein, dass man sich denkt, was geht da ab, ja? Deswegen immer selbst ausprobieren, wie gesagt, in so einem Rahmen mit 40 Personen. Nicht einfach, aber schön, dass wir zumindest für 8 Personen einen guten Rahmen schaffen haben können. Dass mehr als 8 Personen, wenn mehr als 8 Personen gleichzeitig spielen wollen, wie bereits gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass weitere Personen als Audience teilnehmen. Also wenn 205 Spieler der Jackbox 7 gleichzeitig gehostet werden. Das wäre dann, also sie kaufen diese Spiele über Steam oder über Epic Games, ja, über diese Provider, Gaming Provider. Ich habe das schon gemacht, dass ich über Steam an 2 Computern eingestiegen bin und das gemacht habe. Aber sie müssten dann praktisch über 2 Computer einsteigen, ja, also sie müssten 2 Computer haben, die das hosten und dann beide über Steam einsteigen und beide dasselbe Spiel spielen, geht nicht, aber sie könnten sich 2 verschiedene Partybox Games kaufen und einer spielt das Partybox 7 und der andere Partybox 5 zum Beispiel. Also ja, es ist möglich, es wäre ein bisschen ein Workaround, aber es ist tendenziell möglich, dass sie das machen. Ja? Sie müssen aber dazu aber mehr als eins von den Partybox Games haben. Also sie müssen dann 2 verschiedene Sets haben zum Beispiel, 1 und 5 von mir aus, und dann wird es gehen. Oder ich bin zum Beispiel, wenn ich 2 Jugendzentrumsmitarbeiterinnen bin, dann kann ich, einer spielt das, anderer spielt das. Das geht also, wenn ich 2 Steam-Accounts habe und ich habe beide das Steam gekauft zum Beispiel, dann kann ich mit einer Gruppe das spielen. Wenn sie 2 Steam-Accounts haben, ist es überhaupt kein Problem. Ja? Wenn sie 1 Steam-Account noch haben, geht es auch. Aber sie brauchen zwar Computer, das hosten. Mhm. Ja, also 2 Laptops, private von den Mitarbeiterinnen, wie immer, oder 2 Laptops im Jugendzentrum, die das hosten. Dann wird es schon gehen. Ja? Sie können das machen. Sie können nicht am selben Computer 2 Spiele gleichzeitig hosten. Das wird sich nicht ausgehen.
Das wird Ihnen funktionieren. Und das muss ich sagen, wir haben das mit Discord gemacht normalerweise und mit Discord funktioniert es deutlich besser als mit Zoom. Ja, das war jetzt ein bisschen schwierig, auch mit dem Sound das aufzupegeln, runterzupegeln. Mit Discord läuft das total glatt, also das habe ich nie machen müssen. Ich gehe davon aus, dass Discord so das Mittel ihrer Wahl sein wird, um mit Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, so wie ich es verstanden habe bis jetzt. Über Zoom geht es natürlich auch, Sie haben es eh gesehen, aber es ist mit Discord um einiges bequemer, muss ich sagen. Die Spiele selbst, jetzt haben wir nur zwei verschiedene Themen gesehen, da gibt es noch ganz viele andere tolle Sachen. Wir haben Thomas gerade noch gesagt, ich bin total begeistert gewesen von einem Spiel da dabei, bei dieser Jackbox 7 Serie, wo man eine Karaoke-Rede halten muss. Also es ist so eine Rede-Karaoke, wo sie einfach einen Kollegen oder eine Kollegin oder eine Spielerin ein Thema vorgeben und danach wird zu zweit gespielt. Eine Person hat eine Minute Zeit, eine Rede zu halten und die andere Person hat die Slides und tut einfach links und rechts die Slides weiter und die Person, die Rede haltet, weiß nicht, was als nächstes kommen wird. Und ist dann einfach gefragt, da geschwind über was anderes zu sprechen. Ist für Jugendliche vielleicht fordernd, ja. Aber man muss es ja nicht nur mit Jugendlichen spielen, sondern man kann es ja auch als Team-Exercise einmal machen. Intervisions- oder Supervisions-Setting. Nein, Supervisions passt nicht. Aber in einem Klausursetting zum Beispiel. Ja. Genau. Also da gibt es ganz viele verschiedene Zugänge. Am besten hat mir immer noch das gefallen bei der Jackbox Games 4, glaube ich, wo man T-Shirts machen kann. Und eine Person macht ein Motiv, das andere Person schreibt, andere Person macht einen Schriftzug drunter und die werden dann zusammengemischt, da kommt ein totaler verrückter Wahnsinn außer oft. Und man kann sich auf einen Knopfdruck dann das T-Shirt von Jackbox Games bestellen und haben liefern lassen. Ich habe jetzt leider keinen Store, das ich nicht sagen könnte, aber ich finde die Idee selber super, weil auch oft T-Shirts da waren, wo Kolleginnen dann gesagt haben, wow, das ist so cool, das würde ich mir gerne kaufen. Ja? Und Jackbox Games ist immer entgegengekommen und es ist möglich, das zu machen. Genau. Also das ist etwas, was Ihnen wirklich ans Herz legt, weil es zum einen ein bisschen mehr Immersion hat als dieses Scribble oder als die ganzen IO-Games, die nur sehr kurz da sind, wo man einfach aussteigen kann nebenbei, wie dann sagt, naja, doch keine Lust mehr. Bei so einem Jackbox-Game, dann ist man schon gefragt, dabei zu bleiben, ja, und sagt, okay, schon mal ist fertig noch. Es ist zeitlich nicht so aufwendig, wenn man mit 8 Personen spielt, so wie jetzt gerade, schon ein bisschen länger, ja, also da werden wir eine halbe Stunde sitzen bei einem Spiel, circa, um das fertig zu spielen. Aber länger als eine halbe Stunde ist es bekannt. Und wenn wir nur zu 4 sind wir mit 15 Minuten, 20 Minuten spätestens fertig. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man sich über alle Maßen für in ein Spiel engagieren muss und dann 3 Stunden lang drin sitzt und ein Spiel spielen muss, wie es halt bei vielen Brettspielen oft der Fall ist. Ja. Ich bin kein großer Brettspiel-Fan, weil ich einfach diese zeitliche Dimension nicht gern habe. Und ich kann mir vorstellen, dass viele ihrer Adressatinnen auch nicht, ja, sagen wir mal, sich leicht tun, 2 Stunden durch jetzt einfach konzentriert beim Spiel zu bleiben. Ja. Es gibt noch eine Frage, wenn man sich für ein Pack entscheiden müsste, welches würdest du empfehlen? Ich habe nicht alle Packs ausprobiert, das ist ein guter Fall. Ich habe nicht alle Packs ausprobiert. Ich will da gar keine Werbung machen jetzt, in dem Sinne, kauft es das unbedingt. Also ich bin nicht Affiliate-Partner von Jackbox Games, bekomme kein Geld, sie müssen keinen Code eingeben, das jetzt über mich kaufen. Ich tue mir ein bisschen schwer, aber das mit dem T-Shirt ist für mich bis jetzt mit Abstand das Lustigste gewesen, muss ich sagen. Und ich glaube, das kommt auch bei Jugendlichen gut an. Ich werde nur kurz rausschauen, was das ist. Ich habe gerade geschaut, ich bin gerade auf der Seite checkboxgames.com, da kann man die Spiele ja einzeln kaufen. Da sind sie aber durchaus teurer. Also es ist wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn man sie die Packs kauft. Einfach 5 Spiele um 20 Euro, beziehungsweise die älteren sogar ein bisschen günstiger. So ist es. Das ist in der Trackbox Party Pack 3. Da ist das Spiel, das heißt TKO, was ähnlich funktioniert wie das, was wir jetzt gerade gespielt haben, wo man sich so Kämpfer baut, aber man baut sich T-Shirts und das coolere T-Shirt gewinnt dann. Was auch noch dabei ist, Quiplash und Trivia Murder Party, das total tolle Quiz-Spiele sind. Also Jackbox Party 3, ich kopiere sie dann einfach dort rein. Wie gesagt, genau. Also es geht mir nicht darum, Werbung zu machen für die Spiele, es geht mir nur darum, dass sie etwas kennenlernen, was vielleicht mit wenig finanziellen Aufwand spaßig zu machen ist mit ihren Jugendlichen. Ja. Und das Spielprinzip finde ich gut, ja, ich finde es super, dass man dann teilnehmen kann, ohne selbst Geld ausgeben zu müssen und das Jugendzentrum tragt halt einfach die Kosten von 20 Euro und ja, es spricht nichts dagegen, meiner Erfahrung nach, das einfach mal auszuprobieren, wenn sie die Erfahrung machen, weil die Jugendlichen taugt es vielleicht doch nicht,
ja, dann haben sie halt 20 Euro einmal ausgegeben, es hat nicht funktioniert, da haben sie immer noch die Möglichkeit, das privat einmal zu machen oder noch Feierabend mit ihren Kolleginnen auszuprobieren, weil es macht auch Spaß. Und es ist nicht nur so, dass Jugendliche Sozialkontakte brauchen in Zeiten von Lockdown, sondern es gilt ja für Erwachsene genauso. Insofern plädiere ich auch dafür, das im Erwachsenenalter auszuprobieren und das nicht nur als Jugendkultur anzusehen, digitale Spiele, sondern auch sich ruhiger mal drüber zu trauen, zu sagen, probiere aus, und das Jackbox-Games sind keine Spiele, die super komplex sind dabei. Also wie gesagt, Jackbox Party Pack 3 würde ich persönlich nehmen, ja, einfach nur wegen dem TKO-Spiel, und das Drawful, was wir als erstes gespielt haben, ist am leichtesten zugänglich erfahrungsgemäß, ja, weil es viele Jugendliche auch kennen über Scribble.io und deswegen mit dieser Mechanik ein bisschen vertraut sind. Ja, okay. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich weiß, das war jetzt kurz und vielleicht ein bisschen unbefriedigend, so Spiele zu spielen, ohne da wirklich jetzt da Zeit investieren zu können. Wenn Sie Lust haben, können wir das gerne mal in einem anderen Setting länger machen. Aber vielleicht nicht in einem offiziellen Setting, sondern eher inoffiziell. Ich hoffe, das war was für Sie dabei, wo Sie sagen, ah, das klingt interessant, das kann ich mal mitnehmen. Und bedanke mich für die nette Stunde, Vormittagsstunde. Mittag ist jetzt. Ja. Genau, es ist der Pizzaman, der gerade am Ende war, hat schon ein bisschen gesagt, wir gehen auf Mittag zu. Da lass dich nicht los, Thomas, gell? Nein, ja, ich bin, nur schauen, was es heute irgendwie zu Mittag gibt. Wenn es keine Fragen mehr gibt, sage ich danke, Markus, fürs Dasein. Vielen Dank für die Einladung. Ich kann es auch nur weitergeben, Jackbox-Spiele, großartig, wenn man, also als Erwachsener, wirklich lustig in einer gemütlichen Runde. Wer noch nicht mir die Daten geschickt hat, also und eine Teilnahmebestätigung braucht, bitte Vorname, Nachname und Mailadresse noch an mich. Falls das alle gemacht haben, sage ich danke fürs Dabeisein. Es wird die Aufzeichnung baldigst online geben. Und ja, danke Markus fürs Dasein. Vielen großartig. Dank. Ich kann nicht zeichnen, habe ich wieder gemerkt. Geht mir ähnlich. Aber du hast gewonnen. 7-0 gegen mich. 7-0. Oh, es tut mir leid. Dein Teufel hat gegen meinen Engel gewonnen. Ja. Der Engel war schön. Das ist eher, the Champion of Sin kann halt nicht der Erzengel sein. Ja, ich habe halt gedacht, das geht um irgendwie, keine Ahnung. Das hast du nicht gesehen, ja? Das ist halt der Witz dabei. Du hast nicht gesehen, was der Champion da, was es da gehen soll. Vielen Dank auch fürs Mitmachen an die Kolleginnen, die mutig waren und sich auf das eingelassen haben. Ja, danke sehr fürs Dabeisein. Und schönen Tag noch. Alles Gute. So, wir werden weniger. Jetzt haben wir ein paar Kolleginnen gefragt, wie wir das machen mit einem inoffiziellen Termin. Weiß ich nicht genau, was wir da schicken sollten. Ich habe gesagt, ist was 1 bis 5 kann ich auch anbieten zum Mitspielen. Da habe ich auf Steam da, aber ich habe gerade nachgeschaut. Nice. Ist immer lustig, ja. Ja, ist super. Ich weiß jetzt nicht, so groß war die Präsentation nicht. Hast du da was, kann man das mitschicken? Oder willst du irgendwie so Flyer von dir gern mitschicken noch? Wir können ja auch gern. Ach, ja, warum nicht? Der Flyer ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Die Präsentation, ja, voll. Und die Präsentation kann man gern mitschicken, dass sie einschauen können. Mhm. Aber sonst, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, Thomas, dass man Flyer mitschickt. Das ist was Naheliegendes. Ja, gerade wenn es Jugendeinrichtungen sind. So, für alle, die jetzt noch im Raum sind, ich stelle euch in den Warteraum und sage danke fürs Dasein.